Hey Mann, willkommen zurück hier auf dem Channel. Schön, dass du wieder da bist, hier am Donnerstag. Heute habe ich ein ganz wichtiges Thema für dich. Es soll darum gehen, was 95% oder vielleicht sogar mehr Prozent der Männer nicht wissen, was du aber wissen musst, um erfolgreich bei Frauen zu sein, um dauerhaft Frauen von dir begeistern zu können und vor allem, um auch wenn du in einer Beziehung bist oder in einer Sexbeziehung mit einer Frau, um diese Frau dauerhaft halten zu können. Denn es gibt eine Sache, die viele Männer nicht verstehen, die immer wieder dafür sorgen, das sehe ich bei meinen Coaching-Teilnehmern, dass die Männer oder dass die Beziehungen der Männer mit den verschiedenen Frauen einfach den Bach runtergehen und dir soll das nicht passieren. Deswegen geht es um dieses eine geheime Ding in diesem Video. Viel Spaß beim Video. Also die große Sache, und ich will es dir an einem Beispiel erklären, ist folgende. Ich war letzte Woche auf einem kleinen Fest hier in meiner Stadt und da ist genau das passiert, worum es hier in diesem Video gehen soll. Genau das passiert, was ganz, ganz wichtig ist, was du verstehen musst als Mann, der Erfolg mit Frauen haben will oder noch mehr Erfolg mit Frauen haben will. Und zwar waren wir da einfach auf der Party und wir sind ein bisschen rumgelaufen, ich mit einem Kumpel, und mein Kumpel war irgendwie auf Speed und total besoffen und wir hatten einfach unseren Spaß und haben so ein bisschen Fun gemacht mit den Frauen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon, ich habe auch ein bisschen was getrunken, ich war schon wieder komplett nüchtern. Dann sind wir so zwei Mädchen so hingegangen, wir hatten uns so im Arm, ich und mein Kumpel, wir sind so hingewankt, weil er so ein bisschen am Rumwanken war. Und die saßen an so einem Zaun, ja, und war ganz viel Platz um diese Mädels herum. Und dann kamen wir hin und ich weiß gar nicht mehr, was wir gesagt haben zum Anfang. Irgendwie was geht ab oder so, irgendwas, keine Ahnung, irgendwie ganz casual, irgendwas, nichts Besonderes auf jeden Fall. Und dann haben die zu uns hochgeschaut und haben gesagt, oh, ihr könnt gleich wieder weitergehen, so. Oh, geht einfach weg, so. Und normalerweise, was jetzt viele Männer gemacht haben, wie viele Männer in dieser Situation reagiert hätten, wäre, sie hätten den Schwanz eingezogen, wären weggegangen, wären beleidigt gewesen, wären so, okay, diese Bitches, und wären einfach gegangen. So, und was wir in dieser Situation gemacht haben, war einfach eine andere Reaktion. Ich habe einfach die Frau angeguckt, habe sie angelächelt, habe sie überhaupt nicht ernst genommen und bin einfach da geblieben und mit so ein bisschen in so eine Art Rollenspiel eingestiegen. Ich habe so gesagt, ja, tut mir leid, ihr müsst jetzt hier leider weg, weil wir haben halt diesen Bereich hier reserviert. Also wir haben den reserviert für heute Abend, deswegen müsst ihr leider jetzt hier weg vom Zaun. So, es geht halt nicht anders. Also ich habe einfach ihre schlechte Laune null ernst genommen, weil ich selbst gerade in einer guten Laune war und habe mich dazu entschieden, in dieser guten Laune zu bleiben. Und das Witzige ist, obwohl diese Konversation wirklich sehr negativ angefangen hat und obwohl sie am Anfang meinte, oh, verschwinde einfach, so geh einfach, hat es sich dann so entwickelt, dass sie am Ende, ungefähr nach 5 bis 10 Minuten, die wir uns unterhalten hatten, dann auf mich stand. Ja, sie hat mich die ganze Zeit berührt, sie ist mir die ganze Zeit näher gekommen und solche Sachen. Ich stand nicht wirklich auf sie, weil ich hatte mit denen nur reden wollen, um ein bisschen Spaß zu haben. Ich stand nicht wirklich auf sie, aber sie stand dann auf mich. Und das, obwohl das Gespräch so negativ angefangen hat. Was ist der Grund dafür, fragst du dich jetzt vielleicht. Und der Grund dafür, beziehungsweise die Erklärung, ist das, was ich dir im heutigen Video mitgeben möchte. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, wenn du gut mit Frauen werden willst, dass du dich nicht von ihren emotionalen Zuständen beeinflussen lässt. Stellst dir so vor, dieser Kreis bist du und du hast einfach gute Laune. Und hier ist die Frau und die hat gerade schlechte Laune. Ja, du kommst nach Hause zu deiner Partnerin, du hast gute Laune, deine Partnerin hat schlechte Laune. Und was jetzt ganz wichtig ist, um dauerhaft Frauen von dir zu begeistern, um dauerhaft Frauen an dich zu binden, sexuell oder auch partnerschaftlich gesehen, ist, dass du einfach deine gute Laune behältst, wenn sie schlechte Laune hat. Ja, du kommst rein, du hast gute Laune, sie hat schlechte Laune und meckert dich an, was ist denn los? Hast du den Müll wieder nicht rausgebracht? Oder was auch immer. Und wichtig ist einfach, dass du bei deiner Realität bleibst, bei deiner Wirklichkeit, dieser Wirklichkeit der guten Laune und dir das nicht kaputt machen lässt. Das heißt nicht, dass du jetzt, also du sollst sie nicht ignorieren oder so, aber du sollst einfach bei deiner guten Laune bleiben. Du kannst ja auch den Müll runterbringen, jetzt in diesem Beispiel. Es geht einfach nur darum, dass du deinen emotionalen Zustand nicht so stark von der Frau beeinflussen lässt. Und das ist das, was die Frau sehen will. Das ist das, was die Frau auf kontinuierlicher Basis sehen will. Und das ist auch das, was die Frau testet. Das testet die Frau auch, wenn du mit ihr in einer Beziehung bist. Sie testet einfach, wie sehr ist er abhängig von mir, wie sehr kann ich ihn beeinflussen. Und beeinflussen heißt immer, wie sehr kann ich seinen emotionalen Zustand beeinflussen. Und wenn die Frau merkt, dass sie deinen emotionalen Zustand super einfach beeinflussen kann, dann muss sie schlussfolgern, er ist ein bisschen abhängig von mir, und dann muss sie schlussfolgern, er ist ein schwacher Mann, er hat keine anderen Optionen, deswegen ist er abhängig. Ja? Das heißt, was das kommuniziert, dieses seine Emotionen beeinflussen lassen, ist einfach in gewisser Weise Schwäche. Schwäche ist nicht unbedingt schlimm, das passiert jedem mal, das ist keine ich verurteile Schwäche, es ist einfach Schwäche. Und Schwäche hat den Effekt bei Frauen, dass es die Anziehung nicht erhöht,
sondern er verringert. Schwäche per se ist nichts Schlechtes, aber es hat nun mal diesen Effekt auf eine partnerschaftliche Beziehung in den meisten Fällen oder allgemein im Zusammenhang mit Frauen. Angenommen, bei dem Beispiel mit dem Zaun, angenommen, ich wäre in ihre schlechte Laune eingestiegen, dann wäre es auch wahrscheinlich nicht zu dem Punkt gekommen, dass sie dann ein paar Minuten später mich berührt hat, mir hinterhergekommen ist, auf mich stand. Zu dem Punkt wäre es nicht gekommen. Ja? Aber weil ich widerstanden habe, weil ich bei mir geblieben bin, weil ich in meiner eigenen Realität, meiner eigenen Wahrheit geblieben bin, kam es eben zu diesem Punkt, dass sie sich von mir angezogen gefühlt hat. Und das ist ganz wichtig, das musst du dir immer merken. Es ist immer wichtig, du musst dein Bewusstsein für entwickeln, dass du deinen emotionalen Zustand nicht von der Frau beeinflussen lässt oder nicht so stark von der Frau beeinflussen lässt. Wenn du es hinbekommst, immer gute Laune mitzubringen und die Frau aus ihrer schlechten Laune rauszuholen, so wie ich das am Zaun mit dem Mädel gemacht habe, da wird die Frau dich für lieben. Ich erinnere mich daran, das war bei meiner Ex-Partnerin auch so, die hatte manchmal schlechte Laune und dann kam sie halt zu mir und ich hatte einfach gute Laune und habe mich überhaupt nicht beeinflussen lassen. Und innerhalb kürzester Zeit hatte sie dann einfach auch gute Laune und das war eine der Sachen, von der sie mir immer gesagt hat, dass es für sie so am wertvollsten war, dass ich immer in der Lage war, ihr gute Laune zu machen, auch wenn sie mal schlechte Laune hat. Und das hat einfach was mit Stärke zu tun, mit emotionaler Stärke, mit geistiger Stärke, sich nicht so krass von den Gefühlszuständen anderer Leute beeinflussen lassen. Wenn du nicht genau weißt, wie du diesem Schritt näher kommen kannst, dann ist der erste Schritt ist immer Bewusstsein. Du musst dir bewusst werden, wie stark du tatsächlich beeinflusst bist, ja? Das heißt, das nächste Mal, wenn du ausrastest, wenn irgendwer etwas sagt und du in einen negativen Zustand gerätst, das musst du dir einmal bewusst werden. Mache bewusst, da war es gerade, da bin ich gerade im negativen Zustand abgerutscht. Ja, das musst du dir bewusst machen. Und der zweite Schritt ist, dass du, wenn es dir dann bewusst ist, hast du die Möglichkeit, anders zu handeln. Also wenn ich weiß, in diesen Situationen werde ich getriggert, in diesen Situationen werde ich meistens negativ, dann kann ich aktiv dagegen arbeiten, das nicht zu tun. Was auch helfen kann, ist Meditation. Das hilft dir nämlich auch dabei, dich selbst so ein bisschen oder so einen Abstand zu kreieren zwischen dem, was passiert, und deine Reaktion, dass du ein bisschen Beobachtungsraum kriegst. Es geht darum, dass du dieses Verhalten beobachten kannst, dieses Reaktionsverhalten. Und wenn das mit der Zeit weggeht, dann wirst du immer attraktiver auf Frauen wirken, denn Frauen werden sich halt fragen, was ist das für ein Typ, der sich nicht von mir verrücken lässt, nicht von mir beeinflussen lässt. Und das wird dich einfach als enorm starken Mann dastehen lassen. Und so einfach kann es teilweise sein, so einfach kann halt aus einem Verschwinde einfach oder geh weg, kann ein, okay, du gefällst mir, als Mann werden, ja, innerhalb von 5 Minuten, nur weil ich emotional widerstandsfähig war. Das ist alles, was ich getan habe. Ganz wichtige Fähigkeit, emotionale Widerstandsfähigkeit. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Unten in der Ecke kannst du den Channel abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und in der anderen Ecke kannst du das Quiz machen, in dem du rausfindest, wie attraktiv du auf Frauen wirkst und wie du noch attraktiver wirken kannst. Oben geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Wir sehen uns am Samstag wieder. Freue mich, dass du dann wieder dabei bist. Bis dahin, ciao.